Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pizza Connection 3 mit den leckersten Pizzen der Stadt überhaupt. Und ja, wir sind hier. Was ist das denn für einer? Wir haben beim letzten Mal die Pizzen kreiert für die neuen Zielgruppen. Und jetzt bin ich mal gespannt, denn wir starten jetzt mal weiter. Mal gucken, was passiert. Wir haben doch, glaube ich, unsere Ziele erreicht. Mehr Rezepte. Lieber Großneffe, wenn du dies liest, dann ist es also wahr. Pizza liegt uns im Blut. Der ältere Herr, der dir dieses Restaurant anvertraut hat, heißt Arturo Andrisetti und schuldete mir einen Gefallen. Es ist immer gut, seine Rechnungen zu bezahlen. Und deshalb muss ich dich vor den Frodatos warnen. Sie zahlen nicht, sind knallhart, skrupellos und werden dich sofort zum Erzfeind ernennen, wenn sie herausfinden, wer du bist. Und sie werden es herausfinden. Du musst also mit dem Schlimmsten rechnen. Die Welt, mein Sohn, ist nicht so, wie sie sein sollte. Auch ich war nicht so, wie ich hätte sein sollen. Du wirst das noch verstehen. Du wirst die Familiengeschichte erfahren. Dein Großonkel Carmine. So. Er war also auch nicht unbedingt ein Unschuldslamm. Wir gehen mal fortfahren. Die Kunden wollen... Ich mach mal kurz Pause. Die Kunden wollen Vielfalt. In der Stadt leben Leute aus allen Lebenslagen. Versuche deine Rezepte und deine Einrichtungen so anzupassen, dass drei verschiedene Bevölkerungsgruppen mindestens zu 45% mit deinem Restaurant zufrieden sind. Alles klar. Wir schauen uns das Ganze mal an. Dazu lassen wir es mal laufen. Erstmal gucken wir mal, wie es so läuft. Hat natürlich jetzt nichts da. Hat noch keiner was gebracht. Das ist natürlich doof, obwohl ich die eingeteilt hatte. Ja, ist klar. Weiter. Das heißt, wir machen jetzt erstmal fett Minus, weil meine Lieferanten nicht da sind. Wo sind meine Lieferanten? Wo sind meine Lieferanten? Angestellt. Die Lieferanten liefern erst zwischen 6 und 9. Oh, ist das böse. Ist das böse. Das ist böse. Da haben wir zum Glück zu und die können die Lager auffüllen. Das heißt, wir haben schon mal einen Tag verloren. Hat geschlossen. Ich hoffe nur, dass unser Pizzawagen dementsprechend ein bisschen was reinholt. Wenigstens haben wir jetzt ein paar Sachen schon mal im Lager. Das ist gut. So, Pizzawagen macht Umsatz, wie es aussieht. Sehr gut. Jetzt hat unser Restaurant hier geöffnet und wir gucken mal. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ob denn das zu teuer ist. Ansehendes Unternehmen. Okay, findet er nicht so gut. Hunger 8%. Okay. Mal. Wie es so läuft. Pizzazufriedenheit Studenten. 45 haben wir erreicht. Das ist gut. Pizzazufriedenheit Teenager. Sehr gut. Haben wir auch schon mal erreicht. Kommen die nächsten Jungs. In Vino Veritas. Na, kommt mal rein hier. Guckt das mal an. Servicekraft macht das gut. Ab in die Küche zu unserem Pizzabäcker. Da kommt sogar schon die erste Pizza wie von Geisterhand. So, bist du zufrieden? Die Bewertung der Wartezeit. Okay, findet er gut. Pizzabewertung. Ja, okay, das ist nicht so gut. Servicebewertung fandet er nicht so gut, okay. Ordnung. Da geht anscheinend noch was. Wie sieht's hier aus? Preisbewertung. Student. Alles klar. Was bist du für einer? Ein Teenie? Und? Ja, Teenie ist gut.
Einrichtung findet er gut. Sehr schön. Das läuft. Gut, Teenies sind zufrieden. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie Arbeiter und so weiter ranholen. Lass mal laufen, weil gerade kommt irgendwie nichts. Status kritisch, Status schlecht. 7 von 49. Nicht willkommen, okay, warum nicht? Wartezeiten sind schrecklich. Okay. Ach, die Leute haben auch immer was zu mäkeln. Ich gebe nochmal Vollgas. Und dann wieder Leutechen da. Oh, hier, jetzt kriegt er so eine Pizza. Die Pizza. Wow. Wartezeit sehr zufrieden. Preisbewertung sehr zufrieden. Aber die Pizza an sich war nicht so gut. Rentabel. Zeige der Stadt, dass du ein Restaurant rentabel machen kannst. Dann wirst du nur Angebote bekommen. Verdiene 15.000. Okay. Das kriegen wir hin. 79. Einrichtung. Immerhin. Pizza 65. Pizzen ist noch nicht so optimal. Da müssen wir nochmal Gas geben. Wie ist mit dir aus? Der ist gut zufrieden. Die Einrichtung findet er super. Die Wartezeit ist super. Der Preis ist super. Service ist nicht so prickelnd. Und die Pizza ist nicht so gut. Okay. Kommen die nächsten Jungs. Ich drehe mal das Ganze, dass wir einen anderen Blick haben. Ich kann nur rein und raus zoomen. Gucken wir mal. Ich frag mich ja, wie die das machen, ne? Die dackelt ja nicht hin und sagt dem, er soll die Pizza machen. Nee, die holt einfach schon. So, mal gespannt. Boah, ich krieg jetzt auch richtig Bock auf Pizza, ganz ehrlich, echt übel. Echt übel gerade. So, aber an sich läuft's gar nicht mal so schlecht. Finde ich jetzt. Der nächste kommt. Ein Arbeiter. Stimmt. Aha. Arbeiter. Gratulation! Dein erstes Restaurant im Rom macht kräftig Gewinne. Zeit, deine Marke zu einer Kette auszubauen. Okay, let's go. Tun wir das doch. Machen wir ganz kurz Pause. Bueno Comi Pane hat keine... Sehr geehrter Herr Montago, Ihr Vater musste verschwinden, um ihn und Ihrer Mutter das Leben zu retten. Und es waren nicht die Frodatos, die es bedrohten. Nach allem, was wir wissen, ist er noch am Leben. Ein Freund. Okay, sehr interessant. Ein zweites Restaurant, Arturo Andrizetti. Da steht ein weiteres interessantes Restaurant in guter Lage leer. Sie sollten es pachten und ihr Geschäft vergrößern. Okay, das ist besagtes Restaurant. Der Raumzuschnitt ist eher ungünstig. Öffne das Architekturmenü. Oh, war gar nicht mal so schlecht, was hier so rumläuft. Außer Betrieb. Architekt. Den Architekten. Okay, das haben wir. Verstanden. Nun gehe auf Grundriss ändern. Am günstigsten ist wohl ein Restaurant mit 3 Räumen. Küche, Gastraum und Lager. Okay, dann machen wir mal das ändern. Kostet 2.500, wenn wir das so ändern. Oh, das wäre auch nice. Aber zu große Küche, zu großes Lager. 4 Stück ist... War so viel Plätze brauchen, ey? Ist eigentlich mir zu groß. Ja, hier sowas, ne? Aber da sind die Küche und so weiter zu groß. Also wir werden wohl das hier nehmen müssen. So. Verstanden. Das haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken. Dann machen wir mal das hier in Küche. Dann machen wir das hier zum Lager. Und das hier wird der Speisesaal. Küche ausstatten. Damit dein Koch arbeiten kann, öffne bitte das Küchenausstattungsmenü. Blinkender Schalter. Und stelle einen Arbeitsplatz
in die Küche. Jeder Koch, der in derselben Schicht arbeitet, benötigt seinen eigenen Arbeitsplatz. Verstanden, okay. Mhm. Das heißt, da, und jetzt gucken wir mal nach einer schönen, beziehungsweise schönen neuen Ofen. Die haben aber irgendwie keinen Unterschied, so wie ich sehe. Stil einfach. Preis 1000, Preis 1000. Rustikal, modern. Ah, verstehe. Dann mach mal so. Okay. Anzahl Stühle, Anzahl Tische. Küche ist ausgestattet. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich würde ganz gerne, das ist klassisch, modern, rustikal oder einfach. Ganz kurz gucken. Ich gucke gerade mal, die mögen hier zum Beispiel Oliven und Oregano. Wie ruft die? Mag das Zeugs, der Student, Teenie, Touristen, Arbeiter, einfach, modern, klassisch, rustikal. Die wollen alle ein bisschen was Unterschiedliches. Einfach, einfach nicht. Ich guck grad mal. Teenie schmögen einfach, modern, rustikal, klassisch, rustikal. Ja, ich glaube, wir bleiben bei klassisch. Damit können wir, glaube ich, nichts verkehrt machen. So, wir brauchen 4 Tische. 1, 2, 3, 4. Jetzt 16 Stühle. Rustikal, einfach, modern, klassisch, komm. Was soll's? So, da kannst du es nicht setzen. Ich gehe mal näher ran. Kann der näher ran? Nein. Der muss schon so einen Abstand haben. So, du musst so. So, das passt. Das passt. Passt, das passt. Das passt auch und das passt auch. Sehr gut. So, aber wir wollen es natürlich noch ein bisschen hübsch machen. Wir brauchen mal ein bisschen Licht hier. Deswegen setzen wir mal ein bisschen Licht rein. Klassisch, modern, rustikal oder einfach. Machen wir mal ruhig ein bisschen einfache Lämpchen hier in die Ecken. Damit wir hier ein bisschen Licht haben. So, ich hoffe, dass die sich hier nicht irgendwie verwurschteln. Und machen wir klassisch auch nochmal hier rein. Damit wir mal von allen so... Na. Ach, kostet Cola. So, okay, haben wir nicht mehr. In Ordnung. Eieiei. So, natürlich haben wir hier keine Leute. Ne? Wie es aussieht. Bereiche Köche haben wir nicht. Boten haben wir nicht. Servicekräfte, alles klar, wir brauchen hier Leute. Gute Leute vor allen Dingen. Gut und günstig. Gut und günstig. Gucken wir mal gerade, wann die meisten Leute hier rumeiern. Peak zwischen... Hier ist ein Peak. Ansonsten können wir durchgehend, ja, 0 bis 3. Abbrechen. Abbrechen. Wir hätten auch den Architekten an sich beauftragen können, aber das will ich ja nicht. Wir brauchen hier noch ein paar Leutchen.
La Vendetta 2. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vernünftige Leute holen. Nicht zu teuer, nicht zu schlecht. Ja, der hier ist nicht schlecht. Deborah Minelli. Ah, die kann ich gar nicht setzen, weil wir die Kohle nicht haben. Ah, schlecht, 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 schlecht. Das heißt, wir müssen erstmal laufen lassen, dass wir was rankriegen. So, was haben wir hier jetzt? Ein unerwartetes Angebot. Bürgermeister, ich mag es, wie Sie mit Ihrem Geschäft umgehen. Gerne unterbreite ich Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Erfüllen Sie meine Wünsche. In den nächsten Tagen, wenn Sie finanzielle Schwierigkeiten geraten, werde ich Ihnen helfen. Jeder Beitrag zum Wohlstand der Stadt ist herzlich willkommen. Ah ja, okay. Alles geht seinen Gang. Bürgermeister, Sie haben in Ihren ersten Restaurant einen tollen Job gemacht. Diesmal sollen Sie mit voller Kraft vorausgehen. Sie brauchen mehr und bessere Mitarbeiter. Um Ihre Gewinnspanne weiter zu verbessern, sollten Sie die Öffnungszeiten Ihres Restaurants verlängern. 3 Schichten sollten genügen. Jetzt schnell, bereiten Sie alles für die Eröffnung morgen vor. Schlecht, schlecht, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle. Erstmal ein bisschen Kohle, damit wir die Leute ranholen können. Ja, ich weiß, ich habe Schulden. Nicht gut. Wir haben uns ein bisschen übernommen, fürchte ich. Ist das böse. Ist das böse. 6 Stunden schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Das ist nicht gut. Und da sind wir pleite. Wie geil. Einmal in die Pleite. Neustart. Also. Wenn wir zu viel wollen, funktioniert das nicht. Das haben wir gerade festgestellt. Ist nicht ganz so einfach. Okay. Die Tische. Die Tische und die Lampen haben uns reingerissen. Echt übel. Ich hoffe mal, dass wir jetzt da ansetzen, wo wir gerade aufgehört haben. Also ich hoffe es. Wäre schön. Wenn es so wäre. Sehr geehrter Herr Montago, Ihr Vater musste verschwinden, um Ihnen und Ihrer Mutter das Leben zu retten. Ja, das kennen wir ja schon. So, wir haben jetzt das zweite Restaurant. Pause. Ja, das ist es. In Ordnung. Wir sollen ja jetzt... Der Raumzuschnitt ist ungünstig. Ja, das ist klar. Das wissen wir. Das machen wir auch. Architekto. Ja, ungünstig. Ja, das ist auch ungünstig. Wir müssen schon darauf gehen. Es kostet eh alles 2.500. Ja, dann machen wir das. So. Du wirst Lager. Du wirst Küche. Du wirst Speisesaal. Raumänderung übernehmen. Jetzt haben wir noch 12.000. Das Problem ist, es kostet alles Kohle. Wir suchen es nochmal. Weil ich frage mich ja ernsthaft, obwohl wir können jetzt einen Innenarchitekten beauftragen. Mal ganz kurz. Quatsch. Weg. Geh auf den Grundkurs ändern, haben wir auch gemacht. Alles verkaufen, genau. Jetzt gehen wir mal auf. Ich wollte nämlich was gucken. Jetzt muss ich erstmal raus. Mal ganz kurz kicken. Was haben wir denn hier? Touristen. Studenten, Bonzen. Wollen wir auf Touristen gehen? Ja, Touristen. Wir müssen auf Touristen gehen. Gut, dann gehen wir auf... Auf Touristen. Boah, boah, ist das teuer, ey. Warum ist denn das so teuer, ey? Das ist doch... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viel zu viel. Ähm.
hatte. Na. Ja. Weg, weg, das ist zu viel. So viel brauchen wir nicht. Können wir uns momentan noch nicht leisten. Wir sollen nämlich nur 4 haben. Das ist okay. Jetzt brauchen wir nämlich noch dementsprechend auch hier so ein Pizzaofen, der kostet auch Kohle. Das ist natürlich extrem uncool. Architektin, ich will das nochmal ändern. Ah, du gehst dahin. Du gehst dahin. Und wir brauchen eigentlich noch ein paar Stühle, die kosten 300. Wenn wir schon 4er-Tische machen, dann wollen wir die auch besetzen. So, 4 Tische, 16 Stühle, so wie ihr es haben wollt. Jetzt brauchen wir noch Leute. Jetzt brauchen wir noch Leutchen hierfür. 3 Schichten. Alles klar, jetzt gucken wir mal nach 3 Schichten. Nehmen wir ihn hier. Der ist nicht schlecht. Zeitversetzt. Zeitversetzt. Zwischen 0 Uhr kommen sie und 24 Uhr eigentlich. Ja, wo es geht. Dann mal ganz kurz gucken. Ich komme hier gerade noch nicht so ganz klar. Da oben ist es. Da unten ist es relativ wenig. Also da sollten wir schließen zwischen 9 und 12. Da wird keine Schicht kommen. Müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir, wie gesagt, auch ein bisschen haushalten. Müssen ein wenig haushalten. Wir haben nicht so viel Kohle, dass wir jetzt richtig Rambazamba machen können. Obwohl ich mir das ja eigentlich wünschen würde, wenn wir richtig Gas geben könnten, aber ist nicht möglich. Nicht mit den Finanzen gerade. Michel Bruno und wir machen zwischen 9 und 12 machen wir zu. Du kommst dahin. Und aufmachen wir machen wieder ab 12 bis, genau. Machen wir so. 3 Köche, einer ist zeitversetzt. Jetzt brauchen wir natürlich noch Servicekraft. Du musst auch zeitversetzt arbeiten. Du brauchst hier. Und dich brauchen wir hier. Jetzt brauchen wir noch die Lieferanten. Die sollen möglichst hier arbeiten. Und einen nehmen wir noch, der nicht so ganz so gut ist. Der soll hier noch so ein bisschen zwischen den Schichten arbeiten. So. Beziehungsweise der wird hier anfangen. Und jetzt haben wir keine Pizzen. Jetzt brauchen wir natürlich die Pizzen noch. Zack, 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 zack und zack. So. Raumzuteilung geändert. Jetzt sollten wir es eigentlich losgehen können. Warum er das jetzt hier nicht gemacht hat. Ja, lass mal laufen. Gerade nichts da. Nichts im Lager. Jetzt haben wir natürlich Schulden. Aber jetzt haben wir wenigstens was im Lager. Na komm, 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 komm. Wir müssen aus den Schulden raus. Yes! Yes, 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 yes. Und liebe Freunde, wie das hier weitergeht, das erfahrt ihr erst im nächsten Part. Und bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut.
hinterlasst ein Däumchen und dann sehen wir hier weiter. Bis jetzt ist ja noch alles Tutorial, da machen wir ein bisschen, geben wir ein bisschen Stoff. Und wenn es richtig losgeht, dann machen wir auch langsamer. Und bis dahin sind wir erstmal raus. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed von den Gaming.tv. Bye, bye.